Hallo und willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist Jen. Diese Woche mit dem Thema outen oder nicht outen, beziehungsweise wann outen. Denn Timing ist ja auch eine wichtige Sache. Und deswegen erzähle ich jetzt mal ein bisschen darüber, wie das bei mir so im Job und so weiter ist. Denn grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, wie Laura ja auch schon gesagt hat, ich verstecke mich da ja nicht und eigentlich weiß es jeder, den ich kenne, dass ich lesbisch bin, also ob jetzt Freunde oder Familie, da ist wirklich jeder informiert. Und ja, es gibt überhaupt keine Probleme und alle finden das okay und ich bin da vollkommen frei. Ja, aber nun ist es ja auch so, dass wenn ich jemanden Neues kennenlerne oder so, ich mich ja nicht gleich vorstelle mit Hi, ich bin die Jen und übrigens, ich bin lesbisch, sondern das kommt dann ja auch irgendwann erst. Und dazu gibt es dann natürlich bessere oder schlechtere Momente oder da ist überhaupt die Frage, darum geht es ja in dem heutigen Video, muss man das überhaupt sagen oder es kommt an natürlich, wer das ist. Oder soll man es vielleicht unter den Tisch fallen lassen oder wann sagt man es einfach? Ich kann jetzt natürlich nur vom Job reden, Schule, weiß ich jetzt nicht, wie ich das damals gemacht hätte, wenn mir damals in der Schule schon bewusst gewesen wäre, so wirklich bewusst gewesen wäre, dass ich lesbisch bin. Deswegen erzähle ich einfach mal, wie das so bei meinem Job zum Beispiel ist. Mein Büro zum Beispiel wissen das jetzt mittlerweile auch alle. Also ich denke mal, dass es alle wissen. Auf jeden Fall wissen die es, mit denen ich so am meisten zu tun habe. Und das kam so, dass ich da auch nicht so gesagt habe, ich bin lesbisch, sondern da ist es ganz praktisch, wenn man eine Freundin hat zum Beispiel und man dann natürlich sich mit den Kollegen unterhält und man erzählt, ja, am Wochenende habe ich mit meiner Freundin hier oder ich habe mit meiner Freundin das getan und das getan. Klar denken dann die meisten natürlich erstmal, ist eine Freundin. Also eine gute Freundin, aber ich glaube, wenn man oft genug von der einen Freundin redet, dann kapieren es die meisten. Und ja, dann ist es irgendwann einfach klar oder dann wird auch mal nachgefragt, du hör mal, ist es jetzt so eine Freundin oder so eine Freundin? Oder man sagt es dann wirklich, oder man sagt wirklich solche Sachen, wo es dann wirklich offensichtlich ist, das ist jetzt keine platonische Freundschaft, sondern das ist jetzt die feste Freundin. Und dann ist alles klar. Ja, meine Freundin grinst mich da von da hinten gerade an. Ja, so mache ich es eigentlich immer. Also ich spreche es nicht einfach aus, sondern es ist einfach in den Situationen dann klar und dann ist es einfach klar. Ja. Ja, und so ist das eben in der Uni und auf der Arbeit. Jetzt gibt es natürlich aber auch Situationen, wo man Leute nur, ja, sag ich mal, mit denen hat man nicht so viel zu tun und oder, ja, man wird natürlich dann erstmal als hetero abgestempelt, beziehungsweise es wird davon ausgegangen, dass man hetero ist und dann sagen dann irgendwelche Bäckerei-Fachverkäuferinnen, ja, bringen Sie Ihrem Freund auch mal zwei Brötchen mit oder irgendwie, ich mir fällt gerade kein blödes Beispiel ein, aber auf jeden Fall gibt es so Situationen, wo man einen Menschen wirklich ja nur, keine Ahnung, 5 Minuten sieht und die dann davon ausgehen, dass man einen Freund hat oder hetero ist, da unterbreche ich die Leute dann auch nicht und sage, nee, ich habe aber eine Freundin oder ich bin immer lesbisch, das ist mir dann auch egal. Ich weiß nicht, ob da, es gibt sicherlich einige, die da dann auch drauf bestehen und dann auf jeden Fall sagen, das stimmt so aber nicht. Hinter mir fetzen sich gerade die Katzen. Ich bin lesbisch, aber sieht man das eigentlich? Ja, ja, das ist die große Liebe zwischen Quentin und Audrey. Bist du in Luft abdrücken oder was machst du da, Quentin? Ich werde sie mit meinem dicken Katzenbauch erledigen. Hallo! Ja, ja, die beiden mögen sich wirklich sehr. Nein, eigentlich vertragen sie sich meistens, aber ab und zu wird dann schon ein bisschen getauft. Das muss ja auch sein.
So ist das halt in der Liebe. Da gibt's auch mal Stress. Fliegen mal die Fetzen und die Katzen krallen. Okay, zurück zum Thema. Ja, wo war ich? Naja, in solchen komischen, kurzen Situationen, da bestehe ich jetzt nicht unbedingt darauf, dass ich lesbisch bin, weil das bringt mir dann auch nichts. Also, warum muss diese Person das unbedingt wissen? Die denkt sich wahrscheinlich auch nur, ja, okay, Entschuldigung, und dann... Also, das muss nicht sein. Da sage ich dann einfach nichts zu oder lächle einfach und nicke und gehe mit meinen Brötchen dann zu meiner Frau. Ja. Naja, aber nochmal kurz zurück zum Thema Schule. Wie gesagt, war ich nie in der Situation, als ich noch zur Schule gegangen bin. Klar, da hatte ich auch so ein paar Schwärmereien, vielleicht für Mädels oder auch für die Lehrerin natürlich. Aber das ist mir eigentlich erst im Nachhinein richtig bewusst geworden, wie weit das denn geht. Ich denke, wenn man jetzt aber doch schon noch in der Schule ist und sich denkt, okay, ich bin lesbisch, kann das schon schwieriger sein als jetzt im Arbeitsleben oder in der Uni, weil ich denke wirklich, dass auch junge Menschen schon noch intoleranter sind oder dass die einfach ja auch noch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen ja, kann mir vorstellen, dass es da schwierig ist, sich zu outen. Aber ich glaube, wenn man sich schon sicher ist und selbstbewusst ist einigermaßen dann und wirklich einfach sagt, okay, ich bin lesbisch und das einfach so zugibt, ohne drum rum zu reden oder das immer abzustreiten, ich glaube, dann ist das auch in Ordnung. Dann kommen keine blöden Sprüche mehr. Ich glaube, dann kommen weniger Sprüche als vorher, wenn manche Leute sich vielleicht sowas auch schon denken oder irgendwie, keine Ahnung. Also ich glaube, die beste Methode ist wirklich, da einfach offen mit umzugehen. Und wenn man Angst hat, dass auch aus dem Freundeskreis Leute damit nicht umgehen können, weil sie vielleicht irgendwelche schwulen oder lesbenfeindliche Sprüche klopfen und so. Ja, wie auch Laura und Cassandra schon gesagt haben, die Leute, die, wenn man sich dann geoutet hat, wirklich damit nicht umgehen können und dann Abstand halten oder einem Dinger an den Kopf werfen. Also auf die Leute, auf die kann man doch echt verzichten. Und das sind, finde ich, dann wirklich keine echten Freunde. Und echte Freunde, die verstehen das. Und auch wenn sie das auch nicht kennen, reden die vielleicht mit einem und lernen es dann kennen und tolerieren das zumindest. Und ich kann nur sagen, auch wenn so vielleicht ein paar Freunde wegfallen, das war bei mir auch so, ich habe auch jetzt ein paar Leute, mit denen ich vorher vielleicht mehr Kontakt hatte, mit denen habe ich gar keinen Kontakt mehr, weil das einfach nicht gepasst hat. Man lernt dann, glaube ich, noch so viele andere Leute kennen, die mit dem Thema ganz anders umgehen die auch lesbisch oder schwul sind. Und also da muss man sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Ich glaube wirklich, man muss einfach nur stolz sein und damit offen umgehen und dann passt das. Ich habe nämlich heute zum Beispiel einen kleinen Film gesehen, den verlinke ich euch mal. Das war eine kleine Sendung, die auf dem Kinderkanal lief, Kika. Und da ging es um zwei junge Männer, nein, die waren so 12 oder so, zwei Jungs, die offen schwul in der Schule gelebt haben und wo das auch alles super war. Die Leute wussten das und die kamen damit prima klar. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, okay, das war's von mir zum Thema outen oder nicht outen. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche. Bis dann, DJ.